Und die Bewegung ist abgeschlossen. Ja, geringe Veränderungen hier. Das Gebäude wurde von den Tau besetzt. Hier die Krieger sind nach vorne gerückt. Panzer hat seine Besatzung entlassen. Und auf der anderen Seite sind die Necrons vorgerückt. Auf ihr Missionsziel zu. Und wie heißt diese Einheit? Prätorianer, Gladiatoren. Die Leibgarde ist nach vorne gerückt. Auf weiter Flur. Keine Feinde zu sehen. So, als erstes die Speer feuern auf den Bike-Trupp. Und zwar Markerlights und Bulls Karabiner. Und cool, also vier Treffen. Markerlights trifft, das trifft auch. Das, hier haben wir mal zwei Markerlights. Und aufgrund von Darkstriders Strukturanalysator. Struktur was? Also Strukturanalysator. Ist das Cheating? Nein, das ist. It's in the rules. Haben die Bikes nur noch einen Widerstand von 4. Also ein Widerstand weniger, das heißt, ja. Verwundung geht auf die 3. Und nur 2 Verwundungen. Ja, 2. Und Rüstungswurf 3 plus. Und geschafft. Ja, Captain Mario, wie funktioniert denn ein Strukturanalysator? Ist das. Sagt ihr das Gerät, schießen Sie auf den Fahrer statt auf das Motorrad vielleicht? Ich kenne nur den Space Marine Strukturanalysator. Das ist die Faust und die hinten reingeschoben und dann. Ja. Yeah, Power Fist for the win. Das heißt, die treffen hier. Nächster Schuss, Tau Piranhas auf die Biker. Auf die 3. Auf die 3, Pulsar. Und die treffen auf die 4, sind aber synchronisiert. Das sind die Drohnen. Ja. Los geht's. So, das ist das. Synchronisierte werden wiederholt. Das hier ist ein No. Und synchronisiert nochmal. Ja, einer noch dazu. Oder einer dazu, ja. Zum Verwunden brauchen wir. Das Strider-Ding schon aufgebraucht oder nicht? Warum liegt hier noch was? Ja. Ja, ziemlich viele Verwundungen. Wieso liegt der eigentlich noch was? Hat das der Darkstrider nicht schon aufgebraucht? Das sind die Makelheit. Ja, der Darkstrider hat das nur verwundet. Rüstungswurf, 3 plus. 2 schon mal nicht. Nein. 3 Tote. Das heißt, 6 Schuss Feuerkrieger, auch verwenden das letzte Makelheit. Treffen auf die 3. Und treffen auf die 3 in deshalb. Und verwunden auf die 3. Verwunden auf die 3. Ah nein, auf die 4. Auf die 4. Ja. Sind ja Bikes. Sind Bikes. Und 2 Wunden. 3. Dreimal Rüstungswurf, 3 plus. Und ein weiterer Biker geht runter. So, Longstrike schießt auf den Rhino hier. Ja, trifft alles. Ja, braucht nicht viel, er braucht eine 2. Und Stärke? 7. Stärke 7? Ja, ist nur Stärke 7, das heißt wir brauchen 4 und braucht er, dass er was anrichtet. Racken und 5 zum Durchschlag. Da habe ich gleich mal 2 Durchschläge. Ja. Gut, dagegen werde ich meinen Deckungswurf nehmen. Und Deckungswurf 5 plus. Ja, einmal geschafft und einmal nicht. So, der Durchschlagswurf. Und sind diese Würfel sind mir verdächtig. Da sind doch nur Explosionen drauf, oder? Das ist der erste Mal. 6 Zoll Explosion. 6 Inch Radius, ja. Gut, dann machen wir die Verwundung für den. Also, Biker bekommen den Explosionsradius ab. Ja, also 5 zum Verwunden. Ja, eine Verwundung. Sie sind so reinig schon. Und er ist leider raus. Oder? First Blood for the Xenos. Da freut er sich, wenn er nur so reinig irgendwie Punkte machen kann, wirklich. Es ist unglaublich. Dann hier nochmal. Und wobei, zwei weitere Biker. Wir machen das mit den Verwundungen. Die zwei, das sind zwei Verwundungen, aber die gehen jetzt zuerst mal gegen wen? Oder das gleiche. Verwundet sie mal einfach? Oder? Schau mal Verwundung, ja. Ja, eine Verwundung. Eine Verwundung. Gut, die geht natürlich dann jetzt gegen ihn, weil der ist näher dran. Er ist näher dran, er hat 2 plus. Nein? Das ist Corsaro Khan mit der 3. Und Corsaro Khan verliert eine Wunde. Ja. Und 10 Wohnungswürfe. Ja, das ist ja, okay. Die Hälfte ungefähr. So, bleibt bei 5 Wohnungen. Und die Rüstungswürfe für die Besatzung. Ja, einer ist raus. Und er? Also erstmal der Necron-Trupp feuert auf die Devastoren hier. Wie geht sich das aus? Wie viel hat er Reichweite? Es geht sich gerade aus. Okay, das sind 3. Also 3 Schuss. Ja, 3 Krieger und der Illuminus. 3 Krieger und Seras, wir brauchen was zum Treffen. Warte, den anderen.
Also umgekehrt meinst du, der hat BF5? Nein, sie haben BF5 und er hat BF4. Oh, sie schießen besser als er? Nee, wegen der Verstärkung. Ah, verstehe. Gut, also zwei Treffer. Also warte mal. Stärke 4 gegen Widerstand 4. Ist auf die 4, oder? 4, ja. Und eine Verwundung. Ein Rüstungswurf, geschafft. Und 6 Inch wird gelaufen von den Gardisten, Leibgardisten, wie auch immer. Marius. Ein Moralwurf für die Devastoren. Eine 9. Ja, das ist ziemlich scheiße. Ja, nicht mehr. Und ziemlich scheiße, sie laufen also weg. 2 bis 6, ne? Ja, 7 Inch. Ja, runter noch. Die Flügel des Sanguinius und klappt. Ja. Als erstes werden mal die Devastoren, die auf der Flucht sind, mal probieren auf 6 plus die Piranhas hier zu treffen. Komm schon, 6 plus, nichts. So, also der Trupp hier feuert mal auf die Speer, der Hellbrecht hat einen ein bisschen besseren Wert. Riecht aber trotzdem nicht. Ah, noch eine Tür. So, das ist Widerstand 3, also 3 zum Verwunden und 3 Wunden insgesamt. Oh mein Gott. Und 2 sterben. Ich treffe, schau mal. So, also wir feuern mal mit der Salvefeuerkanone auf die Necronkrieger. Gebiete. Und es weicht ziemlich weit ab. Es weicht ihn ab. Weil ja, es also irgendwo dorthin. Ja. Gut. Es ist so lächerlich. Noch 2 Schuss, noch 2 Schuss. Nein, das ist Salbe. Das ist Salbe, der schießt indirekt. Das muss jetzt an dir angelegt werden. Ach so, das weißt du. Stimmt. Und das ist hier in der Höhe. Ja, dann schau mal vielleicht. Schau mal, wie weit weg es ist. Es kommt genau hier. Okay, gut. Ja. Ja, okay. Also geschissene Laufen für uns ganz echt. Blopp, 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 das wird sich halt eher nicht ausgehen. Die Biker feuern auf den Panzer. Grafkanonen. Wie viele Grafkanonen hast du da drin? Ja, Salbe 2, 3 ist es. Meldet Brief. Ja, sind sie länger Treffer. So, ist Salbe auf die 6er ein Streifschuss und immobilisiert, wenn ich einen 6er habe. Und meldet es halt außerhalb Meldereichweite. Das heißt, keine Ahnung, 4 wahrscheinlich oder 5. Ja, Patronpanzerung. Also ein Durchschlag. Da dürfte ein Durchschlag sein, ja, weil das ist 14. Und die Salben und haben halt nichts. Salben. Bei einer 6 hätten wir was. So, Deckungswurf bekommt er. Und zwar hat er sich bewegt. Bewegt. 4 plus also. Schlusssystem. Nein? Naja, er hat sich bewegt. 4 plus, wird nicht besser. 4 plus, willst du mich verarschen? 5 plus und 4 plus. Er hat ein Störsystem. Er hat 5 plus und 4 plus mit dem Störsystem, ja. Okay. Entschuldigung. So, Durchschlag. Plus 2. Und Explosion. Okay. Und Strike ist Abschied. Danke. So, Psi-Fähigkeit, Erzfeind wird eingesetzt. Und ja, ist klar. Geschafft. Und das ist 9, ja, Stärke, Schwert des Sanguinius. Ja. Also, Mephiston schlägt mit Stärke 10 zu. Wer ist das? Das ist der nicht bemalte Typ in der Mitte. Wer ist jetzt so weiß, der gerade aus dem Gruft? Und wir brauchen für den Angriff, wie viel? Ja, 4. 4, oder? Ich weiß nicht. Ja, 4 wahrscheinlich. Ja, du sagst jetzt mal einen Charge an, oder wie? Ja, so ist es. Okay, einen Moment, bevor ihr irgendwas tut, kriegt sie mal auf die Fresse. Das ist ein Fahrzeug, wir können das Abbefeuer geben. Die Fahrzeuge können nicht fahren, alle rundherum können fahren. Auch wenn ein Fahrzeug angegriffen wird? Ja, jede befreundete Einheit. Tau Trickery! Die Feuerkühe gegen Abwehrfeuer, der Speertop gibt Abwehrfeuer und selbstverständlich gibt auch der Panzer Abwehrfeuer. Der Panzer? Ja, der hat auch das Upgrade für Schützesfeuer gegeben. Okay. So, wir fangen mal mit den Feuerkriegern. Ja, also 6. Sogar der Verbündete Tau beachtet diese Trickery. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Schuss. Zwei Sechsen. Und eine Verwundung.